Moin Moin und ein Hallo herzlich. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Carpaccio Design und Scheiße, ja, ist das lange her, dass ich gerade ein Video hochgeladen habe. Mein Kanal ist wirklich, wirklich verdammt inaktiv geworden und dafür entschuldige ich mich auch, weil, ja, vor Weihnachten, vor Silvester hatte ich, private Probleme. Und hatte auch nicht so Bock auf Carparking. Und wenn man keinen Bock auf Carparking hat, aber einen Kanal hat, der nur auf den Content basiert, Carparking, ist ein bisschen schwierig, dann da Content herauszuzaubern. Ich meine, ich bin nicht Merlin, ich kann mir keine Gurke aus dem Arsch zaubern, das geht nicht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig gewesen. Und dann habe ich gesagt, komm, ey, dann lass es erstmal. Was mir am meisten leid tut, ist, dass ich euch nicht zwischendurch einfach mal in Kenntnis gesetzt habe, was passiert ist. Deswegen mache ich jetzt hier auch dieses Video und entschuldige mich dafür, dass ich schon noch nicht mal was dazu gesagt habe, weil man hätte zumindest einen kleinen Community-Post hochladen können, wo man darin mal kurz die Community informiert, ja, das und dies und das hier ist gerade so nicht so geil läuft und blablabla. Viele haben mich auch schon vermisst. Ich habe schon von vielen Leuten die Frage auch schon gehört. Ja, ey, Mann, wann kommst du wieder online und die blablabla. Das gleiche ist hier mit den Videos. Wann kommen endlich wieder neue Videos? Und ich habe die Nachrichten nie wirklich beantwortet und auch nicht angeschaut, weil ich so in mein eigenes Problem untergegangen bin. Also in mein eigenes Problem untergegangen bin, dass ich das einfach gar nicht mehr wirklich wahrgenommen habe. Hinzu kommt, Weihnachten. Ich hoffe, ihr wurdet alle ruhmreich beschenkt und der Weihnachtsmann hat euch ordentlich mit Geschenke beschmissen und ich hoffe, dass Knecht Ruprecht keinen den Arsch versohlen musste. Außer mir vielleicht, weil so der ganz krasse, brave Dude bin ich ja dann wieder auch nicht. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Erstmal frohes Neues an jeden, der das Video anschaut. Ich hoffe, ihr habt euch ordentlich was hinter die Rinne gekippt und habt auch ordentlich was scheppern gelassen. Und ich hoffe, ihr habt den Nachbarn nicht komplett verärgert. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute einfach darüber sprinten, den einfach so eine ganze Stange Böller da aufs Dach schmettern oder so, oder Schornstein, na gut, Schornstein ist ein bisschen hart übertrieben, ich meine, welcher Teenie klettert plötzlich freiwillig aufs Dach und schmeißt in den Schornstein, oh Gott, ich bringe euch auf dumme Gedanken, ich soll mir aufhören, so viel zu sammeln, ich hoffe einfach, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, ich bin auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen, endlich nach 2 Jahren Pause einfach mal wieder richtig mal scheppern lassen, haben wir auch ordentlich scheppern gelassen, muss ich ehrlich gestehen. War schon echt nice. Und ich hab's genossen. Ach, falls ich zu viel rumgrunze wie ein wild gewordenes Schwein, liegt's einfach daran, meine Nase läuft gerade extrem, weil ich in so eine beschissene Dachschräge lebe, wo der Wind relativ gut durchzieht. Also super gedämmt. Aber das ist nicht schlimm. Es ist wie gesagt nur der Nachteil damit befördert, dass ich hier anfange ein bisschen rumzurotzen. Also verzeiht mir. So, jetzt kommt meine Zukunftspläne für den Kanal. Ich habe vor, langsam wieder reinzukommen und dann wieder aktiver zu werden. Ich kann euch leider nichts versprechen, dass das wirklich so bleibt und so. Oder ob es wieder zu größeren Lücken kommt, dass es nicht so allzu regelmäßig wird mit den Videos. Das kann ich euch alles natürlich nicht versprechen, weil ihr wisst, Privatleben ist immer so eine ganz andere Art. Da kann immer mal was dazwischen passieren und passen und wie auch immer. Aber diesmal habe ich dann vor, dementsprechend auch mich mal zu melden, so nach dem Motto, ja, Digga, ich lebe noch und habe gerade einfach Probleme. Und falls ihr wisst, was ich meine. Ach, und nochmal vielen Dank für den krassen Support in den letzten Wochen, wo ich nicht da war. Haben an Abos ganz schön aufgeschlossen. Gute Aufrufzahlen auf manche Videos. Ich bin schon echt stolz darauf, dass
mein Content doch nicht so komplett scheiße ist. Ich gebe mir weiterhin Mühe, guten Stuff zu liefern. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut, die Glocke oder beziehungsweise den Abo-Button zu vergewaltigen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ich muss nämlich hin und machen, meine Nase läuft. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Euer Kapaki Design. Ciao, ciao.